Yo Leute, was geht ab? Ich bin jetzt wieder zurück zu Hause und ja, ich wollte euch jetzt ein Deck-Profile geben von meinem Deck, das ich auf der deutschen Meisterschaft gespielt habe. Und ja, ich zeige euch halt noch, was wir da alles bekommen haben. Und ja, fangen wir mal an. Okay, als erstes haben wir so eine Tüte bekommen. Da war jetzt halt ein Block und ein Stift drin und halt noch der Pin. Und so eine Kette mit Kaiba und Yugi drauf. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jeder bekommen hat. Oder vielleicht nur manche, weil sie auf bestimmten Turnieren waren wie YCS. Aber ich habe hier halt noch ein Mousepad bekommen. Weil, keine Ahnung. Halt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder bekommen hat, aber ja, ist ein guter Bonus. So, dann zum Main Deck. Ich werde jetzt erst die Monster holen, dann die Zauber entfallen. Ich habe jetzt Zodiac gespielt, also pur Zodiac. Und ja, fangen wir mal an. Als erstes mal ein Max C, weil es auf 1 ist. Dann 3 Ghost Dogger und 2 Ash Blossom. Dann natürlich ein Lunalight Black Sheep, das wir jetzt leider nicht mehr benutzen können. Ah hey, wenigstens können wir jetzt nicht mehr bricken. You serious? Who told you that? Oder nicht mehr so hart. Dann 3 Terratop und ein Taketomborg. Die Terror Tops sind leider jetzt auch auf 1 gegangen, aber was soll's. You think this is funny? In a cosmic sort of way, yes. 3 Whiptail, 2 Ratten und 2 Rasseklingen. Und ich habe jetzt noch ein Ram gespielt, weil ich irgendwie nie mit Zodiac gestartet habe. Dann habe ich mir gedacht, dann spielst du halt einen mehr. Und ja, vielleicht kann man halt noch Kombos machen, falls jetzt zum Beispiel die Effekte annulliert werden oder Flying Seer auf dem Feld, das kannst du einfach setzen und dann kannst du vielleicht ein bisschen stallen und so. Naja, dann die Zauber. 2 Cosmic Cyclone. 3 Tanky. Ein Fusion Substitute. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dann ein Upset Goblin. It's a trap. Den bereue ich schon. Aber hey, der Upset Goblin hat mir eigentlich ganz gut gefallen in dem Main Deck. Aber halt in meinem ersten Match habe ich dann halt einen Drawl in Lockbird gezogen. Ja, abgekriegt nach Upstart. Und dann habe ich halt einen Tanky nachgezogen und konnte den ersten Zug nichts machen. Dairy! Legendary! Oh my god! Oh jeez, oh my god! Es war halt nicht so toll. Dann 3 Sperrfeuer. 2 Forbidden Chalice. Noch eine Instant Fusion, falls ich nach der Combo vielleicht halt noch Instant Fusion habe. Dann kann ich halt weitermachen. Und halt noch, falls ich Second gehe, weil ich das erste gewonnen habe, dass ich normalerweise die Combo, also die Sheep-Combo rausseide, habe ich halt noch die Instant Fusion, dass ich auf Norden zugreifen kann. Dann noch eine Feinkontrolle random, die echt gut gekommen ist. Ich hatte eine Situation, da hatte der Gegner Masterpiece und Dryden draußen. Ich habe ihm schon seine letzte Karte gebaitet. Und dann habe ich halt den Zodiac beschworen, damit. One eternity later. Er hat Dryden-Effekt gemacht und halt die Feinkontrolle habe ich ihm seinen Dryden geklaut und habe dann halt die ganze Combo gemacht, weil er nichts dagegen machen konnte. Also die Feinkontrolle ist echt gut, die sollte man auch im nächsten Format spielen. The End. Dann noch ein Twin Twister, weil ich habe
erwartet, dass die Gegner Paleo spielen, weil die nicht wirklich gehittet worden sind und hauptsächlich Zodiac-Spieler da sind und Paleo halt ziemlich gut dagegen ist. Halt der eine Twin Twister, weil ich gedacht habe, dass ich, wenn ich im ersten Spiel Twin Twister aktiviert, dass die Gegner Starlight Road reinboarden. Dann mache ich halt den Twin Twister raus und habe dann halt die zwei Cosmic Cyclone. Und wenn nicht, dann habe ich noch einen zweiten Twin Twister am Side-Deck, aber da kommen wir später zu. Dann noch einen Book of Moon, weil, ja, es bricht halt die Zodiac-Kombo ab. Hier jetzt zu den Fallen. Ein Warning, Double Strike und noch ein Imperial Order und halt noch die Combo. Die ist echt wichtig. Dann kommen wir jetzt zum Extra-Deck. Beim Extra-Deck habe ich auch eine Geschichte dazu. Ich hatte eigentlich mit jemandem ausgemacht, oder beziehungsweise ich dachte halt, dass er mir Karten leihen kann. Aber das hat dann halt nicht so gut geklappt. Und da musste ich mich entscheiden zwischen, Emerald und Drident. Und ich habe gesagt, Emerald ist wichtiger. Da habe ich halt nur einen Drident im Extra-Deck gehabt. Stop it. Get some help. Ich meine, man kann damit spielen, aber es war halt ein bisschen schwer. Zum Beispiel, wenn sie den gebanished haben, kann man halt nicht mehr recyceln. Aber okay, ich konnte damit eigentlich recht gut spielen. Zwei wären halt besser gewesen, aber was soll's. Dann hier noch zwei Broad Bull, eine Leica oder Shackenine, wie sie im TCG-Namen hat, also wie sie im TCG heißt. Dann ein Tigermörser, ein Eberbogen. Das waren die Zodiacs. Ich werde auch vielleicht überlegen, Hammerkong als nächstes reinzumachen anstatt Eberbogen. Weil, ja, ich brauche eigentlich Eberbogen nur, um draufzulegen. Jo, dann ein Tiger King. Der ist eigentlich ziemlich gut gewesen. Ich habe auch manchmal Ratte abgehangen, weil manche wissen das vielleicht nicht. Aber auf dem Zodiac steht nicht drauf, wenn es an einem Zodiac rangehängt ist, sondern an einem Ungeheuerkrieger. Und da die Zodiacs hier alle Ungeheuerkrieger sind, passt das ja. Dann noch ein Direwolf, ein Gagaga Samurai. Wie ich schon gesagt habe, der Double Emerald. Da war auch noch eine lustige Geschichte, weil zu der Zeit hat er 25 Euro auf dem Markt gekostet. Dann habe ich halt die Hülle behalten und jedes Mal, wenn ich ihn beschworen habe, habe ich gesagt, 25 Euro im Angriffsmodus. Oh, it's funny, cause it's true. Dann habe ich einen Fehler begangen. Ich hätte eigentlich Kastel spielen wollen, aber ich habe gedacht, vielleicht kommen halt Friedhof-based Gegner und da ich eh schon Dryden und Direwolf habe, kann ich's ja, brauche ich den Kastel nicht wirklich. Und dann habe ich halt den Dweller reingemacht. Leider nicht benutzt, aber ich hätte es mir vorstellen können, weil ich hatte DDD schon als Gegner gehabt. Dann saß neben mir, glaube ich, noch ein BA. Und ich meine, gab auch viele Zombies, die da rumgelaufen sind. Dann noch zu den drei Exits noch ein Totembird, den Invoker. Und zu guter Letzt halt noch der Norden, der jetzt halt gebannt ist. Ja. Okay, das war's zum Extra-Deck. Jetzt kommen wir zum Side-Deck. Okay, ich dachte halt, dass viele Zodiacs rumlaufen und viele True Draco. Und die besten Karten sind halt dagegen Kaijus. Meiner Meinung jedenfalls. Also habe ich mein ganzes Side-Deck vollgepumpt mit Kaijus. Und weil das nicht genug war, habe ich halt noch einen Lava-Golem reingemacht. Schön in Secret Rare. God damn! Okay, dann fangen wir mal an. Erstmal zwei Slumber. Der Lava-Golem. Dann habe ich hier 6 verschiedene Kaijus reingemacht. Weil, ja gut, ich meine, den Wind habe ich jetzt reingemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht spielt da jetzt jemand noch diese Windstatue da, die sagt, dass man nur noch Wind specialen kann.
Und ja, die anderen waren halt nur da, weil ich habe das die Angewohnheit, dass ich immer zwei Kaijus auf der Starthand habe und dann noch einen Slumber. Deswegen habe ich auch aufgehört, Kaiju Zodiac zu spielen, weil das habe ich ganz am Anfang so gespielt. Und ja, ich finde normales Zodiac ist besser, halt auch noch mit den Zauberkarten wie Chalice und Book of Moon. Die kommen halt besser und man hat halt mehr Platz, wenn man nicht die Kaiju spielt. Dann halt noch ein Vanity's Fiend. Mein Hintergedanke war da halt, dass wenn ich First gehe und die Combo mache mit Terra Top, dass ich vielleicht noch einen Tributen kann und dann halt noch einen Vanity's Fiend zu liegen habe, dass er gegen halt, außer vielleicht Raigeki, weil Kaijus Lamba und die Kaijus kann er jetzt dann nicht mehr machen, dass er halt nicht an das Feld so leicht vorbeikommt. Und ja, bei manchen Decks ist das halt Auto-Win zum Beispiel. Ja gut, ich kann jetzt nicht sagen Zodiac, die haben halt wie gesagt Chalice, Book of Moon und sonst was. Aber vielleicht Infernoid oder was anderes, was halt auch rumläuft. Dann wie ich schon erwähnt habe, der zweite Twin Twister. Habe ich ja schon gesagt, wieso, wegen der Starlight Road. Dann habe ich noch ein Makrokosmos ins Side Deck gebracht. Ich dachte halt an Infernoid. Aber es war auch gegen True Draco und Zodiac, weil Zodiac wollen halt ihre Ressourcen wieder gut recyceln, also zurückbringen. Und True Draco, dass sie nicht die permanenten Zauber und Fallen auf dem Friedhof kriegen. Die Sache ist halt bei denen, dass bei denen draufsteht, wenn die zerstört werden oder beziehungsweise vom Feld entfernt werden und auf den Friedhof kommen, dann aktivieren sie sich und wenn nicht, dann halt nicht. Und der Hauptgedanke war halt dennoch gegen Masterpiece und er braucht halt die permanenten Zauber und Fallen, damit er Karten schießen kann. Dann noch ein Random Flying Sea. Das ist eigentlich okay gewesen. Ich meine, wenn man mal die Aktion vergisst, dass man in der Battle-Phase einfach Feinkontrolle machen kann, um den Gegner sein Monster zu klauen und noch danach weiterzumachen. Was ich beinahe gemacht hätte, aber die Sache war halt die, dass der Gegner einen Kaiju hatte und ich einen Kaiju und dann konnte ich eben nicht den Kaiju klauen. Und ja, halt, es gibt genug Karten, die das wegmachen kann. Barrage, dann noch, keine Ahnung, Tribut beschwören. Book of Moon, Chalice, halt wie gesagt Feinkontrolle und so weiter halt. Gibt viele Karten. Und dann zu guter Letzt habe ich noch zwei Lancer ins Side Deck gemacht. Zwar nie gebraucht, weil ich nicht gegen Infernoid gespielt habe. Aber ja, ich dachte halt, wenn ich die schon spiele, dann kann ich sie gleich am Anfang vom Zug abwerfen. Entweder wenn er noch kein Masterpiece hat und ich weiß, dass er ihn rauskriegen kann, oder halt wenn er ein Masterpiece hat und ich dann gerade dran bin, oder ich weiß nicht, geht er? Der geht glaube ich nur im gegnerischen Zug. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, dass ich ihn abwerf und er entweder Masterpiece sofort machen muss oder halt nicht mehr für den Rest des Spielzugs aktivieren kann. So, das war's. Ich bin 7-3 gegangen. Meine Niederlagen waren halt das erste Spiel, also gleich am Anfang. Da habe ich zweimal gebrickt. War auch klar, weil ich mein Deck noch sortieren musste. Und ja, keine Ahnung, das Peilschaffeln hat ja nicht viel gebracht, weil ich irgendwie 16 Zauberkarten spiele und noch 6 Handtraps und so weiter. Und ja, hat halt nicht viel gebracht. Also habe ich zweimal gebrickt, habe verloren. Dann bin ich bis zur letzten Runde vom ersten Tag, waren 7 Runden, bin ich zu 1 gegangen und beim letzten hätte ich eigentlich auch gewinnen müssen, aber mein Gegner war behindert, das sage ich jetzt laut aus, weil er war wirklich, also ich will jetzt nicht gegen Behinderte sein, aber ich meine halt, seine Aktionen waren ziemlich dreckig. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt Instant Fusion aktiviert, habe Norn geholt, der holt Whiptail, hat dann meine ganze Combo gemacht und so weiter. Also ich habe halt über Whiptail habe ich
Whirlpool gelegt, hab dann die ganze Combo gemacht, hab irgendwie noch Ratte zurückgekriegt. Und dann, als ich Emerald legen wollte, meinte er ja, ja, ich hätte den Norden unter Broadpool gelegt. Und er hat dann irgendwie 5 Minuten diskutiert. Dann habe ich gesagt, ja, okay, was soll's, dann lege ich halt noch den zweiten Broadpool dazu, suche mir halt noch was. Jo, und dann halt die zweite Aktion war gleich ein Zug danach. Dass ich nochmal Emerald gelegt habe, wollte den Effekt aktivieren, also ich habe ein Bild gespielt, habe gesagt, ist die Summon okay? Er hat gesagt ja, weil ich habe gefragt, weil er Dryden zu liegen hatte. Dann habe ich den Effekt aktiviert, habe gefragt, ob der okay ist, hat er gesagt ja, habe ich das Material abgehängt, habe schon die 3 Karten hingelegt, also die 3 Monster, die ich zurückmischen will, habe ich gefragt, ob das okay ist, hat er gefragt, ob er meinen Friedhof angucken kann. Habe ich gesagt, okay, guck dir meinen Friedhof an. Guckt da so meinen Friedhof an, 3 Minuten lang. Auf einmal meint er dann so, ja, Dryden Effekt. Sag ich, okay. Welches Target hat er gemeint? Emerald. Er hat gemeint, ja, aber das mache ich schon bei der Sun, du musst doch noch warten. Und ich hätte einfach den Judge rufen sollen, weil wirklich so eine Leute verdienen es eigentlich gar nicht zu gewinnen. Goddamn right. Er hat dann halt auf Timeout gespielt, eigentlich schon die ganze Zeit seit dem dritten Spiel. Und ja, er hat dann halt gewonnen. Beim Tag 2 ist halt das beim ersten ist mein Gegner nicht gekommen. Habe ich gedacht, ja super, ist ja gut für meinen Tiebreak. Dann beim zweiten habe ich gegen Alkai gespielt. Er hatte 2x super nuts, weil ich habe wirklich gut angefangen. Ich habe Terra Top gehabt, beide Spiele. Ich hatte beim ersten Spiel hatte ich 4 Karten Set und noch 2 Handtraps. Er hat mir die 4 Karten weggeschossen. Ich hatte auch noch 3 Exits gehabt. Und dann hat er halt diese komische Fallenkarte, die sagt, wenn ich 2 da mehr Exits oder so habe, kann er sie weglegen. Und ja, hat er halt mein ganzes Feld sozusagen gesprengt, dann hat er halt noch Masterpiece zu liegen gehabt, konnte ich halt auch nichts gegen machen, weil ich habe den Monster beschworen, Schuss und super, habe ich verloren. Beim zweiten ist es so ziemlich gleich gelaufen, ich hatte halt nur 3 Backrows und er hat dann halt mein ganzes Feld gesprengt und OTK. Das dritte, das war Ironie, da bin ich nämlich gegen jemanden gekommen, der hatte irgendwie so ziemlich das gleiche Deck wie Alpai und ich habe ihn 2-0 geklatscht. Und ja, das Beste war ja da noch, ich habe dann im letzten Spiel, also gegen den nach Alpai, habe ich dann gezeigt, was ich reingebordet und rausgebordet habe. Und dann sind mir die Karten, die ich rausgebordet habe, sind mir runtergefallen. Und ich habe dann das Lunar Knight Leg Sheep. Das habe ich dann mit den Knien gefangen. Gerade die Höhlen, die ich gerade gerade umgehüllt habe. Die erste war dann verknickt. Das Lunar Knight Leg Sheep war verknickt. Da bin ich halt ans Außen gesprintet sozusagen, weil wir ja schon im Timeout waren. Und danach halt Tops gekommen wären. Und ich dachte, vielleicht habe ich noch eine Chance mit 7-3. Hingesprintet. Habe mir da halt noch Lunar Knight Leg Sheep aus meinen Boxen gesucht, noch eine neue Höhle verwendet, sitze Nase, war halt noch irgendwie 30 Minuten Timeout oder was weiß ich, halt jedes Mal so lange. Und ja, dann war ich halt nicht in den Tops, weil der letzte, also beziehungsweise der 64. war ja nur Top 64, der ist dann 7-2-1 gewesen. Also hat er einen Punkt mehr gehabt als ich. Und ja, dann habe ich halt nicht in die Tops geschafft, aber habe das Lunar Knight Leg Sheep schön in die neue Hülle gemacht, dass ich dann eh nicht mehr verwenden werde, weil Norden jetzt gebannt ist. So, okay, also. Dann war es zu Ende, dann wurden die Plätze aufgehängt, wieso auch immer. Wurden die Plätze dann verändert, weil sie irgendwie einen Fehler hatten oder so? Fragt mich nicht. Und dann bin ich insgesamt 91. geworden. Hab dann halt die Matte hier gewonnen.
und noch die Hüllen. Ein Kumpel von mir ist 88er geworden, obwohl er gleich viele Punkte hatte. Aber ja. Und ja, also zukünftig, also in Zukunft werde ich immer noch Zodiac spielen, halt ohne Norden. Aber ich werde mir jetzt überlegen, ob ich es vielleicht mit Pendel vermischen werde, weil das ja so einen harten Boost wieder gekriegt hat mit der neuen Banlist. Halt Joker auf 3, Wisdom Eye auf 3, Pendulum Call auf 3, was ich auch nicht verstanden habe, weil sie haben erst in der, ja gut, ich kann jetzt nicht sagen letzten, aber in der vorletzten Liste haben sie Pendulum Call auf 1 gemacht, weil sie, keine Ahnung wieso, weil die Karte gut ist. Und jetzt ist sie anscheinend nicht mehr gut. Oder sie wollen mehr verkaufen. Aber das kann ich ja verstehen, weil in 1,5 Monaten wird Link rauskommen. Und da meinen sie halt, Pendel ist danach tot und sie müssen es auch nicht mehr verändern. Aber ich denke anders, weil man kann ja die Pendels, also die Pendelmonster, zum Beispiel Wisdom Eye oder halt die Magicians an sich, kann man wieder vom Extra-Deck recyceln. Und zum Beispiel Dino Mist kann man auch recyceln. Und dann habe ich gedacht, dass ich Pendel spielen werde im Link-Format. Vielleicht noch mit Tengu und Zodiac. Weil man kann dann halt 6 pendeln. Und legt dann halt Broad Bull hin mit 2 Vierern. Sucht sich Tengu. Legt dann den Broad Bull weg für zum Beispiel jetzt Link-Spider oder so. Und dann kann man den Tengu normal beschwören und der recycelt sich dann 3-mal. Und ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Wieso ich jetzt Dino Mist drinne hatte, war wegen der Sucherkarte. Die sagt jetzt, kannst du den Dino Mist aus dem Deck suchen, als Monster. Und den kann man jetzt zum Beispiel mit Sky Iris zerstören. Und dann sagt sie halt noch aus, dass der dann vom Extra-Deck wieder auf die Hand geht. Und man kann dann halt noch, wenn man lustig ist und viel Platz im Extra-Deck hat, kann man dann halt noch auf Totally Awesome zugreifen, weil man noch Bahamut Shark hat. Aber ich glaube, das wird dann halt nicht mehr so häufig gespielt im Link-Format. Aber ja, okay. Das war jetzt halt mein Deck-Profil und meine Meinung zum nächsten Format. Und ja, ich werde dann halt noch euch zeigen, in Prag, was in Prag war. Ich habe jetzt halt bei beiden Malen, hatte ich nicht so viel Zeit einen Vlog zu machen. Ich hatte es mir zwar vorgenommen, aber halt in Prag habe ich halt ein paar Bilder. Und ich hatte da halt auch Zodiac gespielt, also wäre das nicht sinnvoll gewesen, wenn ich jetzt nochmal ein Deck-Profile gemacht hätte. Und ja, in Bochum hatte ich auch nicht viel Zeit, weil wir sind jetzt hingefahren, hatten irgendwie einen Stau, sind dann irgendwo über Dörfer gefahren, weil da überall alles zu war, also Sperrung und Vollsperrung und fragt mich nicht. Irgendwie 5 Sperrungen waren dann noch am Ende vor Bochum. Und ja, dann sind wir halt nachts angekommen und sind dann halt gleich am nächsten Morgen wieder hingefahren. Hatten dann halt den ganzen Tag gespielt. Fast, also es war so ziemlich ohne Pause. Und halt erster Tag, wie gesagt, 7 Runden. Sind dann irgendwann abends wieder zurückgekommen. Die anderen waren noch was essen. Ich hatte gesagt, nee. Weil mit meiner Allergie kann ich eh nicht so viel essen. Und dann hatten wir am nächsten Tag um 8.30 Uhr mussten wir da sein für die erste Runde. Und das war dann halt so eine knappe Sache, weil wir mussten ja alle duschen gehen. Und wir waren zu viert oder so. Und es war so eine, ja genau, wir waren zu viert und es war so eine Art Gemeinschaftsdusche. Ich will jetzt nicht sagen Gemeinschaftsdusche, eher so Gemeinschaftsbad. Weil wir hatten halt noch sozusagen Nachbarn, also im nebenliegenden Zimmer. Und die waren halt näher am Bad, also mussten wir früher aufstehen,
damit wir alle duschen können. Und das hat dann halt gebraucht. Wir sind dann halt schon um 7 Uhr oder was aufgestanden. Und ja, deswegen. Dann hatten wir halt noch 3 Runden und dann sind wir halt nach Hause gefahren. Also war auch nicht so besonders. Also vom Film her, wenn ich jetzt gefilmt hätte. Aber ja, hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder von Prag. Italien. Beste Rutsche.